So, willkommen in Part 44 und wie versprochen, gönnen wir uns jetzt ein schönes Bösschen, oder? Lecker Bösschen. Like a Bösschen. Oh, vor dem Boss habe ich immer riesig viel Respekt gehabt, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, wie war es bei dir, als du den Boss zum ersten Mal gesehen hast? Kannst du ja mysteriös umschreiben. Ja, man fühlt sich, naja, man kann es nicht mit einem Wort zusammenfassen. Man fühlt sich in Terror versetzt, wenn man gegen ihn kämpft. Irgendwie ist es gleichzeitig geil und irgendwie ist es auch eklig. So wie Resident Evil 4 Bosse halt. Also so wie eine Nacht mit dir halt. Genau. Es ist irgendwie geil, aber man ist schon geschockt davon. Ist schon eklig zu einem gewissen Grad. Ashley. Ein Wunder, wie das Ding in Wasser noch funktioniert. Ich sollte mir mehr davon holen. What is that? Du brauchst dringend Kieferorthopäden, Junge. Ich hab doch gedrückt. Ich habe anscheinend in dem Spiel nicht so damit. Ich musste mal die Formulierung merken, gefangen zwischen Ekel und Faszination. Das fasst dieses, was ich gerade beschrieben habe, ganz gut zusammen. Passt auch auf andere Geschichten. Ich kenne dich ja auch, du guckst auch, wie Videos, die eigentlich total eklig sind, aber du bist gleichzeitig fasziniert davon. Ja, das stimmt. Da kann ich mich gar nicht mehr rauswiggeln. Junge, schlecht hast du gewiggelt, das war voll langsam. Als hat er gerade gemacht, ey, den Gehirn rausgezogen? Ich glaube auch, also so ist es, wenn ihr gar keine Schnitte gegen diesen Boss habt. Du bist ja noch nicht mal im Bosskampf eigentlich drin, du bist gerade noch im Quicktime-Vorspiel. vor der Nacht, vor der eigentlichen Nacht. Wo wir uns so ein bisschen gegenseitig heiß machen, so. Ich hole meine Knarre raus, er reißt mir den Schädel ab. Das passt es sehr gut zusammen. Du lädst nach, er saugt dir das Gehirn raus. Es ist ein Geben und Nehmen. Ich gebe ihm mein Gehirn, er nimmt es doch auch. Wow. Wow, 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 wow. Leute, ihr wisst, ich habe es nicht so mit Nähe. Ich musste bei meinem... Ja? Die Stelle ist auch gemein, weil man sich so klaustrophobisch fühlt. Ziemlich schnell. Und man sieht es noch nicht richtig, man sieht es immer nur ein paar Sekunden. Ja, es ist so nach dem Motto, er könnte überall sein. Schnell sein ist hier die definitive Devise, sonst ist los. Oh, hi! Mach mal Platz hier! Hier. Nehmen wir auch noch mit. Oh, weiter zum nächsten. Das ist irgendwie so eine Mischung aus Mensch, Skorpion und noch irgendwas, das Vieh. Die große Frage ist, wir sehen es gerade nicht, die Frage ist, wo es hin ist. Es müsste rein technisch gesehen runtergefallen sein. Ja klar, jetzt ist voll easy hier. Easy going. Ja. Passiert nichts. Ich hab das Spiel gehackt. Vielleicht kommt Ashley und du fährst mit ihrem Regenbogen nach Hause. Oh, Junge. Was ist das fies gerade, ey? Ich meine, ich möchte mich auch aus der Ecke hier nicht rausbewegen. Mit dem müssen wir nicht lange schnacken. Nee. Tschüss! Ich muss jetzt nochmal an dem. Ah, er ist weggegangen. Das ist aber freundlich von ihm. Oh, Ducke! Kriegst mich nicht mal, nicht nochmal. Einmal hat mir gereicht. So, nee, leider war der Button hier nicht. Oh, nix da, Junge. Wie er mich schlägt und sich danach verpisst nach dem Motto: hab ich verkackt. Oh, nix da! Wiggle den Button und pushe den Stick. Nix da, Junge. Ich war gegen. Ich muss jetzt trotzdem mal was zum Heilen nehmen. Läuft wieder echt gut mit der Heilung so. Warum habe ich mir keinen First Aid Spray beim Händler gekauft? Ich Vollidiot. Da habe ich wieder nicht nachgedacht. Hi, na? Ja, warum auch nicht, ne? Da kannst du Double Penetration mit nur einem Schwanz machen.
Der ist jetzt richtig horny. Ja, Horns hat er auf jeden Fall, Digga. Das ist der Skorpion, den ich angesprochen habe. Das ist auch krass hier mit diesem Dunkeln, wo du kaum was siehst in dem Gang. Ja. So, ich glaube, der war auf der anderen Seite hier. Hi, hi. Das Gute ist aber, dass er sich nur noch mit den Skorpionscheren angreift, ne? Den man eigentlich ganz gut ausweichen kann. Ja, das stimmt. Solange du nicht stehen bleibst. Nee, das wäre auch ziemlich fatal. Sein Tentakel war viel schlimmer gewesen. Der hat auch eine höhere Reichweite. Das gerade geht echt gut, ganz gut. Aber man darf echt keine Sekunde stehen bleiben, sonst ist man tot. Ja. Und Shalom. Ich frag mich, was diese hängenden Container hier überhaupt für einen Zweck haben, ey. Nur die hängen hier, ne? Ja, ja, weil ist so. Na komm, 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 komm. There we go. Tschö. Haha, das war ja einfach. Mhm. Wenn wir doch einfach nur dieses Schloss jetzt aufschießen könnten, ja? Und die Munition gibt's als Belohnung und die brauchst du nicht mehr. Nee. Wo wir schon mal hier sind. Ja, das lassen wir erstmal so, würde ich sagen, ne? Weiter. Warum immer ist es so, wenn man runtergeht? So ein bisschen Human Centipede. Ja, dezent. Ich weiß gar nicht, weißt du, wo sein Weakspot ist gerade? Der hat einen Weakspot? Ich hab, glaube ich, immer auf den Kopf geballert von dem Skorpion. Wenn ich nicht gerade die Fässer in die Luft gejagt habe. Ich weiß gar nicht, ob er sonst einen Weakspot hat. Oh, am Schwanz? Warum triffst du denn? Oh! Was zum? Schön. Kamera hast du das noch mal gezeigt. Jetzt erzähl mir nicht, dass du das nicht kennst. Nein, das wusste ich ehrlich nicht. Der Junge kann das einfache Rätsel mit 3, 2, 3, 4 Klick nicht verstehen und weiß nicht, dass der Typ einen da finishen kann. Kannst du mir noch nie erzählen, dass du bei dem nie gestorben bist? Man kann nicht so sterben. Aber ich bin echt? Ja, wie soll er einen sonst töten? In der Form. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, halbiert worden zu sein. Ist ja schön, dass das Spiel so schön ungeschnitten ist. Eine ganze Menge Todesarten. Das ist schon so ein bisschen Dead Space Vorreiter, das Spiel, was das angeht. Schon sehr, sehr geil. So, und bevor der das jetzt Ganze nochmal mit mir macht. Mäuschen! Komm, wir gehen mal zusammen in den Keller, in den Kerker hier rein, ey. Ist voll lecker hier drin, komm. Hauptsache, ich dachte, ich treffe das scheiß Fass noch, wo er war. Komm! Ja, tut mir auch immer Aua, da zu sehen. Also Schnelligkeit und Bewegung ist bei dem Vieh alles. Lauf, 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 lauf. Run like a bitch. Sich wäre, wenn er dich... Ja? Wenn er dich jetzt einfach die Klippe runterstoßen würde. Das wäre schon ziemlich scheiße. Du kannst... in your face. Aber richtig schön. Jetzt kriegt er ein bisschen Speed wieder drauf. Dann musst du einfach den einfach nur raufballern. Der bleibt dann nicht irgendwann liegen und dann kannst du raufsteigen oder so. Ja. Musst ihn einfach dauerhaft Schaden machen. Jetzt nicht so wie bei El Gigante, wo er irgendwelche Phasen hat oder sowas. Magnum ist hier ziemlich gut. Boah, genau auf seinen Kopf, genau. Ich glaube, das war die Schwachstelle. Das Problem ist halt eben, dass die Gänge hier alle so ziemlich narrow sind. Der geht ja jedes Mal einen Schritt zurück, wenn du ihn triffst. Du kannst ihn so auf Distanz halten, du kannst sogar nachladen. Okay, jetzt würde ich mich bewegen. Wow, hast du aber Glück gehabt, sofort. Ich sag ja, es ist kein Finisher, wenn ich volle Leben hab, aber ich weiß es nicht. Ja, ich rede aber vom Sterben. Kannst du mir nicht erzählen, dass du da nie gestorben bist? Und du kippst ja nicht einfach um. Der piekt dich ja nicht auf den Fuß. Ja, der verträgt nicht mehr viel, wenn du weitermachst mit der Mundwaffe. Voll schwer, hat eine ganze Menge HP. Ab nach. Ich glaube, es ist auch nur bei der Waffe, dass der so zurückschreckt. Ja. Du hältst ihn ja richtig auf Distanz gerade. Boah. Na endlich. Warte mal, Zeit, Junge. Da denkst du.
Der kann sich auch eingraben jetzt, ne? Ach so, gab doch noch eine Phase, ja, stimmt. Ich würde mich bewegen. Das halte ich auch für gar keine so schlechte Idee. Und die Quicktime-Knöpfe bereithalten. Zack. Ach ja, der macht ja nur einen und danach krabbelt er raus. Nee, der macht mehrere teilweise. Das Glück, wenn er nur einen macht. Und jetzt macht er diese Schnapp-Attacken. Wenn du ihn gerade auf Distanz hältst. Lass mich mal in Ruhe nachladen, Mann. Wie er übertreibt! Du brauchst mich gar nicht den Arsch angucken, Mann. Was der aushält, ey. Kleiner Haufen, ey. Ja, gut. Ich habe jetzt meine gesamten 30 Schuss verballert. Ja, der braucht aber nicht mehr viel. Kannst auch mal werfen. TMP müsste reichen. Ich hasse noch die Pistole. Oh! Das war knapp. Er ist tot, der war doch gerade genau an dir dran. Ja, ich dachte auch, dass die Katze gerade eher meinem Tod galt. Ja, ich auch. Ich dachte, du wirst schon wieder zerschnippelt, kurz vor Schluss. Oh. Heftig. Das war doch einfach, Leute. Das mach ich nebenbei. Das ist dumme Gegner auflösen immer. Die hätten sie ruhig da liegen lassen können. Ja, das stimmt. So, hätten wir erledigt. Hab ich ja nur 10 Minuten für gebraucht. Leon hier durch die Pampa latscht. Lalalala. Wir könnten jetzt, glaube ich, mit der Seilbahn nochmal da oben hochfahren. Dass wir die nicht einfach vorher aufgetreten haben, ey. Ne, was siehst du? Wir können da schon die Leiter hoch und da beginnt dann die nächste Cutscene. Aber wir können einfach hier casually mal wieder zurückfahren. Weil die Area da hinten so schön ist. Gab's da was? Soweit ich weiß, ja. So ein großes Kraut. Und hier gab's irgendwo noch. Ich meine nämlich ernst zu können, dass es hier Money gab irgendwo. Kann auch sein, dass ich. Hä? Aber nicht so versteckt an der Decke, glaube ich. Nee. Nö, dann war's nur das grüne Kraut. Aber das nehmen wir auch gerne mit. Für ein bisschen mehr Cutscene. Worth it. Totally worth it. Da fragt man sich, warum wir nicht sofort den Aufzug genommen haben. Nur weil so ein Vieh hinter uns her war. Läuft gut. Ja. Die geilen Bosse kommen jetzt nur so. Wenn der letzte Boss mal so geil wäre wie die anderen Bosse hier. Mit dieser Raum schon mehr Atmosphäre als Resi 5 allgemein. Ich würde nicht sagen, dass Resident 5 keine Atmosphäre hat, es zerstört sie nur sofort. Ja, ja, also sagen wir so, Atmosphäre hat das Spiel, aber keine gute Horror-Atmosphäre. Kommt jetzt schon die Katze? Leon so ein bisschen ausfreakt? Nee, okay. Die kam später. Oh, das ist schön. Maul. Boom. Also 7-8 Gegner weggebumst. Boom, Ghost und Dynamite. Nö. Ja, dann kommt halt mal hoch, so langsam hier. Ich will aber unten den Stuff haben, den die abgebrochen haben. Hi, Leute! I came in like a wrecking ball! Wie die einfach eiskalt für mich keinen Stuff hinterlassen haben, die Schweine. Das bisschen Muni, was hier rumliegt. Ich glaube, du könntest jetzt einfach weiterlaufen. Ja, rein theoretisch. Oder ist der Eingang bei denen? Oh, ihr gierigen Schlampen, ey. Das sind nur Schätze. Ich darf aber nicht hier drin sein. Wenn wir einen. Ah! Da ist ja Ölfass! Oh, hi! Oh. Da hat er mich noch gekriegt vorher, der Sack. Du und dein Bleifuß. Ich brauche halt meine Ewigkeit. Das Gelbe verwandeln wir uns auch für Ashley. Wow! Wollte ich gerade drum rumlaufen.
Sag mal, triffst du auch noch? Ist ein bisschen schwer. Ich habe noch zittrige Hände vom Endboss-Fight. Lass mich. Ach. Ach, du kannst mir gestohlen bleiben, Digga. Jetzt kommst du angelaufen, Mann. Schwanz. Zerlässt mir nicht nochmal was, ey. Nicht mal ein Liebesbrief. Kann sein, dass hier nochmal eine Schlange war? Nee, doch nicht. Nee. Nachdem ich bei jedem Ort schon von der Schlange gebissen wurde, weiß ich mittlerweile, wo die alle sind. Ging der Abschnitt hier unten ein paar Minuten oder ist der gleich wieder vorbei? Ich glaube, der. Ist nee, war nur so ein Gang. Aber die Framerate droppt trotzdem ziemlich schön gerade, weil der Gang so krass ist. Der Händler ist einfach zu episch. Ja, jetzt kaufe ich erstmal fürs AIDS Brace wieder hier. Siehst du die Framerate? Nee, aber ich merke die Framerate. Achso, okay. Kann sein. Darfst du übrigens wieder vorlesen erstmal. Dass du Zahlen vorliegen hast. Krausers Nachricht. Das Messer. Offenbar hat Sadler mich von Anfang an durchschaut. Mir ist es zwar gelungen, Ashley zu entführen, aber ich habe gleich gemerkt, dass Sadler mir nicht ganz vertrauen wollte. So hatte ich keine andere Wahl, als die Frau um Hilfe zu bitten. Vielleicht wusste sie von vornherein, dass es so kommen würde. Ich spürte, dass sie anderes bezweckte als Wesker und ich. Das ist die Gelegenheit, es herauszufinden. Und wenn ich Leon beseitigt und die Probe bekommen habe, stecke ich sie mit Leon in den Leichensack und schicke beide an Wesker. Because I'm American, like you. Ah, schön. An die Stelle so lustig, wo es gesagt hat, I'm American, like you. Welcome. Ja, vor allen Dingen ist es ja auch so lustig, in America. America, fuck yeah. Das einzige Mal, wo erklärt wird, was jetzt Krauser und Leon wirklich miteinander zu tun haben, ist in... Wir können das Infrarotgewehr doch eigentlich jetzt verkaufen, oder? Das brauchen wir doch gar nicht mehr. Es kommen noch keine Regeneratoren mehr, oder? Doch, einer kommt noch. Ich erinnere mich noch an einen, der kommt. Mensch, sag mir doch mal einer, dass ich hier noch Sachen kaufen wollte. Ja? Das Mainland der Regeneratoren hast du verlassen, aber es kommt nach später noch einer her. Oder zwei. Ist auch eine coole Stelle, wo der kommt. Leider eine sehr kurze wieder. Ja. Das ist so, wo man die schon wieder vergessen hat. Man läuft da so lang, la la la, Terrormusik mit da runter. Und dann mal so, okay, hey, sorry. So, die Schießbuden haben wir alle schon abgehakt, deswegen gehen wir mal hier hoch wieder. Finde ich gut. Staunlich, ich dachte, du kannst immer erst bei der letzten Schießbude auch wirklich die letzten Figuren kriegen. Nö, nö. Aber die wollen einem so die Gelegenheit geben nach dem Motto, ah, so langsam soll ich vielleicht doch mal eine Schießbude besuchen. Gott, der nächste Endboss ist so geil wieder.